Die Frauen am virtuellen Brunnen im Februar 2024. Und mal schauen, wo es uns hinführt in der Zeitqualität von heute oder von früher oder von der Zukunft. Das soll unser Thema werden. Erstmal Check-in. Schön, Anna, dass du auch schon da bist und alle anderen auch. Und Monja war die allererste und sie darf auch als Jetzt erste. kommt die Margit. Darfst du als erstes einchecken? Du darfst. Wer? Zeitqualität ist ja Monja. Aprilwetter, Regen, Sonne, Sonne, Regen. Also trotzdem sind sehr, sehr viele Touristen in Wien. Also ganze Rudel. Und als Wiener ist man ein bisschen ja, eingebremst. Ansonsten ist die Zeitqualität. Ist heute morgens Vollmond, ja. Ist die Zeitqualität energiegeladen bei uns? Also Lass es bitte an. mit mehr Energie. Und ja. Und ich gebe weiter an die Annalisa. Ja, danke schön. Bei mir ist heute, nachdem ich mir nichts mehr vorgenommen habe, ich hatte zieh zurzeit jeden Tag eine Karte für den Neubeginn und meine Karte für heute hat gesagt, ich soll mir nicht so viel vornehmen, um mehr zu erreichen. Und es hat tatsächlich funktioniert. Ich habe meine Vorsätze losgelassen und habe einfach spontan gemacht, was mir in den Sinn kam und bin total zufrieden mit, was ich alles geschafft habe heute. Und es ist trotzdem innerlich so eine Unruhe, so wie so ein Kribbeln oder ich sollte noch dies, ich sollte noch jenes, obwohl es gar kein Ziel hat. Also sehr merkwürdig gerade. Also eine innere Unruhe ohne erkennbare Ursache. Genau, und damit gebe ich weiter an die Anna. Achso, ich habe gar nicht ausgeschaltet. Also, ich habe mich sehr angestrengt, dass ich pünktlich bin, wie ich es versprochen habe. Bin extra früher raus. Es war wieder super schön. Also ganz warmherzig. Und jetzt zum Schluss habe ich noch eine junge Mutter getröstet, in Arm gehalten halt, weil er sich trennt. Also, die sind halt nicht verheiratet und der Bub ist 10 Jahre alt, der ist dabei beim Tanzen immer. Und ja, und der Mann leitet an und jetzt. Und dann, ja, also trösten kann ich, aber Ratschläge geben oder so in der Situation oder so in so einer Tanzsituation kann ich natürlich nicht. Genau, ich habe bis Donnerstag habe ich gefastet und bin jetzt so am, ja, wie nennt man das? Ich denke, neue Gewohnheiten wieder aktivieren, die alten Gewohnheiten, die schlechten wirklich nicht übernehmen aus der anderen Zeit. Genau. Ich freue mich, dass die Margit da ist. Also mag ich euch vorstellen. Und an die gebe ich jetzt auch gleich weiter. Check-in halt. Okay, danke Anna, das passt ja jetzt gut. Ja, du bist ja die Einzige aus dem Kreis, die ich kenne. Und ich bin die Einzige, die ihr alle nicht kennt. Also, ich bin Margit, habe schon seit Jahren jetzt mit Anna Kontakt. Wir haben uns auch live gesehen, aber überwiegend sehen wir uns auf dem Bildschirm. Das fühlt sich aber trotzdem immer sehr vertraut und nah an. Und wir haben uns auch eingeschwungen sozusagen auf die Dyaden, die ihr bestimmt ja auch kennt. Das ist für mich sehr, sehr wertvoll geworden. Zu mir jetzt persönlich bin ich vor 3 Wochen von Hamburg mit meinem Mann hier nach Göttingen gezogen, weil hier unser Sohn mit seiner Frau lebt und auch die Eltern der Frau und wir jetzt seit Jahren immer mal wieder zu Besuch hier sind und uns es im Grunde genommen sehr, sehr gut gefällt, weil es auch einfach ein bisschen entspannter zugeht hier. Also die Lebensqualität jetzt gegenüber einer Großstadt, in der wir jetzt zig Jahre gelebt haben, die ist schon was anderes hier. Und mein Sohn und seine Frau haben immer wieder gefragt, wollt ihr nicht auch hierher ziehen und so. Und über die Jahre hinweg ist dann tatsächlich das dazu gekommen, dass wir beide dazu Lust hatten. Und ja, nun sind wir seit 3 Wochen hier und leben uns so langsam ein. Und ich habe gerade von Anna aufgeschnappt,
das Thema Gewohnheiten und alte, nicht so tolle Gewohnheiten nicht übernehmen. Das ist auch ein Ziel oder ein Thema für uns beide, also langjährige Beziehung. Und jetzt haben wir hier andere Wohnverhältnisse. Wir hatten vorher in Hamburg ein Haus. Jetzt sind wir in einer Wohnung. Und es ist ganz spannend zu sehen, was entwickelt sich da auch draus, anderes oder Neues, und was haben wir mitgebracht? Und das Mitgebrachte auch mal ein bisschen genauer angucken, ob das nur Gewohnheiten sind oder Rituale sind und man das auch mal anders machen kann, oder ob wir die so wichtig und wertvoll und gut finden, dass wir sie eben auch hier etablieren. Naja, ihr könnt euch denken, dass jetzt viel los war, immer mit Rumräumen und Auspacken, und stehen auch immer noch ein paar Kisten hier. Aber ich würde sagen, wir sind schon für die kurze Zeit ganz gut hier angekommen. Fühle mich hier wohl. Das ist Ja, schön. soweit. Und ihr seid, glaube ich, weit weg, alle in München, oder? Ganz verstreut, Ja? überall verstreut. Überall Er verstreut. ist in Wien, die Annalisa ist in Ungarn, ich bin in Ui. Italien, die Wow, Rani ist in Berlin und so toll. weiter. Du hast uns jetzt gerade vielleicht fürs nächste Mal ein Thema gegeben mit Gewohnheiten. Ja. Das ist ein gutes Thema. Heute wollten wir über die Zeitqualität sprechen. Und ich denke, Ramona, du bist noch im Check-in. Okay, Ramona. Ja, also mir geht es hier in Berlin wie dir, Monja. Ich habe mich schon wieder über die ganzen Touri-Gruppen geärgert, dass die da einfach stur auf dem Bürgersteig stehen und ich sehen muss, wie komme ich überhaupt vorwärts, wo ich so denke, ach, das war das Positive an Corona. Es waren wesentlich weniger Touristen. Man konnte irgendwie laufen. Das geht gerade nicht. Ich weiß schon, warum ich kein Fahrrad habe. Das ist hier in der Innenstadt tödlich. Wobei ich hatte eigentlich überlegt, ob ich mir ein Klapprad zulege. Ja, und ansonsten habe ich morgen Handwerker und habe hier schon Baufreiheit gemacht und ja, bin wie fast immer schon wieder bettfertig, bin geduscht und kann daher umfallen und ja, freue mich und auf einen netten Abend mit euch so. International. Also, ich sitze auf meinem Sofa und bin international unterwegs. Das muss man doch erstmal hinkriegen. Ja, da ist noch jemand da, der hier mir ein bisschen Zeitqualität bei dir, Ramona, müde, bald ins Bett. Naja, immer, es ist dunkel, dann sagt mein Körper, Ja. das ist jetzt dran, das ist der nächste Tagesordnungspunkt. Ja, so, was Zeitqualität betrifft, ich habe ja, glaube ich, in der Dienstagsgruppe oder auch in der Sonntagsgruppe rumgeschickt, dieses von dem Dieter Röss, diese Sonneneruption und so weiter. Und das scheint ja weiterzugehen. Ich habe heute wieder ein Update gesehen. Aha. Wahnsinn. Es ist, die letzten beiden sind nicht zu uns runtergekommen oder nicht stark jedenfalls. Und naja, mal gucken, was es gibt. Also, wenn wir davon ausgehen, dass der Mond uns beeinflusst, ja, der macht ja so ein bisschen Ebbe und Flut, das ist ja mittlerweile anerkannt. Könnten wir eigentlich davon ausgehen, dass die Sonne uns auch in irgendeiner Art und Weise beeinflusst, nicht? Also ich bin jetzt sehr ironisch. Dass zum Beispiel warm oder kalt auf der Erde und so weiter durchaus was mit der Sonne zu tun hat. Und ja, wie seht ihr die Qualität der Zeit? Ich sehe sie, also auch schon die Sonne, die ständig eruptiert, oder sagt man das auf Deutsch? Also ausbricht irgendwie ungeheure Mengen von Energie und Explosionen richtig von sich gibt. Das sieht doch ein bisschen wie unruhig aus. Müssen wir uns dann wundern, dass es unruhig auf der Erde ist? Also ihr braucht nicht darauf eingehen. Das ist nur mein Versuch von der Anmoderation. Und ich gebe es jetzt über zu euch, wer sich berufen fühlt, irgendwas dazu zu sagen.
Also ich habe mal so eine halbe Astrologie-Ausbildung gemacht und höre momentan auch gerade einige Astrologen immer wieder, die alle betonen, dass wir wirklich in einem gravierenden Zeitenwandel, Wandel der Zeiten oder Wandel der Energien uns befinden. Und also jetzt, weil du vorher gesagt hast, Sonne und Mond, also es ist wohl auch bekannt, dass wenn bei Vollmond zum Beispiel, dass mehr Menschen ins Krankenhaus eingeliefert werden oder psychische Störungen auftreten. Die Telefonseelsorge hat bei Vollmond mehr zu tun als sonst zum Beispiel. Also das ist nur das, was so ganz offensichtlich ist, aber ich denke schon, dass der Einfluss, also der Kosmos ziemlich einen Einfluss auf uns hat. Und ich kenne auch eine Theorie, die sagt, die Sonne reagiert auf uns. Also die Eruptionen sind, also die Frage ist immer, was ist Ursache, was ist Wirkung? Also es gibt eben auch die These, dass die Sonne mit ihren Eruptionen auf die Unruhe der Menschen reagiert. Also da hätte ich rein vom astronomischen her schon Bedenken, dass die Sonne auf unseren kleinen Planeten, dass wir so viel Einfluss hätten, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich würde sie ja umgekehrt sehen, dass wir auf mehr Energien aus der Sonne reagieren, weil unser kleiner winziger Planet. Ja, also energetisch kann ich mir das nicht richtig vorstellen. Aber das ist nur meine Sicht, meine konservative. Weiß ich gar nicht, ob das konservativ ist, denn wir haben doch in der letzten Zeit, in den letzten Jahrhunderten doch arg an der Hybris gelitten, dass wir Menschen dachten, wir sind das Nonplusultra von sonst wie. Und das kommt, erinnert mich so ein bisschen dran, als schaffen wir das sogar, die Sonne in unsere Gewalt sozusagen zu bringen. Und das irgendwie, okay, ja. Aber nichtsdestotrotz, es ist nicht Annalisa da irgendwie zu widersprechen. Das ist einfach nur, kommt mir ein bisschen Der komisch Hintergrund vor. ist einfach, glaube ich, dass die These, alles ist Bewusstsein und also auch Planeten haben ein Bewusstsein oder sind aus Bewusstsein geschaffen, wenn man so will. Und wir Menschen haben natürlich auch ein Bewusstsein, was zurzeit gerade drunter und drüber und durcheinander und ziemlich chaotisch, aber mit viel Energie läuft oder immer mehr Energie hat. Also von daher ich kann mir das schon vorstellen, aber ich bin auch nicht sicher, was jetzt stimmt oder nicht stimmt. Vielleicht ist es auch eine Wechselbeziehung, wer weiß. Das finde ich logisch, eine Wechselbeziehung. Und dass es irgendwie reagiert, wenn man so guckt, was jetzt Anfang des Jahres an Wetteranomalien und Erdbeben und was weiß ich, also und Vulkane, genau. Also da war ja einiges so vom, also ich habe das nicht so genau verfolgt, aber also ich fand es sozusagen prägnant, was alles da an diesen Meldungen ich noch so wahrgenommen habe im halben Auge. Und das würde ich auch so ein bisschen einordnen in wir haben reagiert. Also die Erde reagiert, ist ein eigenes Lebewesen mit einem eigenen Bewusstsein. Weil ich fand das also außergewöhnlich viel. Also die Taktung fand ich ziemlich hoch jetzt von dem, was so passiert ist. Und die Frage ist auch die politischen Sachen. Ist das alles inszeniert oder folgt das auch einer höheren Macht, einem höheren Bewusstsein, im positiven Sinne formuliert die Macht? Also seit ich auf der Welt bin, ist die Thematik von Israel, Palästina immer da gewesen. Also das ist eigentlich für mich sogar eine Lebensqualität, ich will es nicht als Qualität bezeichnen, aber ein Lebensfaktor, dass das immer wieder und ich finde das Buch von der Sherry S. Tepper so fantastisch, eines ihrer Bücher eben, in dem sie Jerusalem, es sind Außerirdische, die also über unwahrscheinliche Fähigkeiten haben, und das heißt das Fresko, das ist das ganze Buch.
Und Jerusalem wird als Kegel in eine andere Dimension versetzt. Und plötzlich ist nichts da, über das man streiten kann. Und alle Leute, die also dorthin fahren und oder in den Kegel hinunterfallen, die kommen irgendwo weiter wieder in der Wüste, finden sie sich wieder. Und das wird erst wieder eingesetzt, dieser Jerusalem-Kegel, wenn sie keine Kriegshandlungen mehr haben. Und das finde ich also eine geniale Idee, dass man diesen ganzen Bereich in eine andere Dimension setzt und wir endlich einmal davon frei sind. Also ich finde, es beeinträchtigt schon alles sehr. Daran sieht man, Auch es ein. gibt Lösungen, an die kein Mensch denkt, nicht? Also ich meine, das ist nicht, dass man das in real übersetzen muss, aber was auch die Annalisa sagt, dass es eigentlich verschiedene Ebenen sind, ne, von denen wir sprechen. Und wenn man sich vorstellt, dass das, es klingt lustig, ne, was du sagst, aber dass das vielleicht eine andere Ebene wäre oder dass wir vielleicht ja in einer Traumsituation leben, wissen wir ja noch gar nicht so richtig, ob das unsere Realität nicht eigentlich Traum ist und so. Ich finde es gerade schön, diese Idee. Aber ich will mich jetzt nicht weiter aufdrängen. Anna, hast noch nichts gesagt und Margit auch nicht weiter. Ich übergebe euch gerne den Redestab. Ja, dann nehme ich dir mal den Redestab. Ich bin heute sehr erschrocken, als mein Mann mir was erzählt hat, was er gehört hat im Radio, nämlich dass Wissenschaftler jetzt prognostizieren oder ja, also irgendwelche Analysen gemacht haben und aufgrund dieser Analysen jetzt sagen, dass in 15, nee, in etlichen Jahren, wie viel weiß ich nicht, habe ich vergessen, aber dann die Temperatur hier in unseren Breitengraden 15 Grad geringer sein wird. Was heißt, wir haben eigentlich fast das ganze Jahr Winter. Oder sagen wir mal, keine richtige Sommer mehr, weil ihr ja vorhin auch von Sonne gesprochen habt. Das ist für mich das Lebenselixier. Also, wenn ich hier jetzt auch morgens wach werde und durch die Wohnung gehe und der Tag fängt an mit Sonnenlicht, das betrifft mich unmittelbar und macht mir sofort eine ganz andere Stimmung, als wenn relativ neutral oder trüb oder sogar dunkel ist noch, ne? Also diese Energie, also die, da bin ich so erschrocken, die möchte ich nicht verlieren oder einbüßen. Das fände ich ganz grausam. Und nochmal gesprungen auf das andere Thema, auch seit ich Kind bin und wir Fernsehen hatten in der Familie, von da an war immer dieses Thema mit Israel und Palästina, also dieses internationale Frühschoppen, das kennt ihr ja vielleicht, habe ich damals als Kind natürlich nicht geguckt, bewusst aber mitgekriegt, wo sich die ganzen Journalisten da und Politiker immer nur über diese Konflikte unterhalten haben. Und ich kann es bis heute nicht begreifen, dass es nicht möglich war, diesen Konflikt beizulegen. Das muss so tief gehen und ich kann es also irgendwie nicht erfassen. Und auf der anderen Seite bin ich so empört, wenn ich die Bilder sehe, also was jetzt Israel niederwalzt, alles da im Gazastreifen und die wirklich wahr machen, alles dort zu vernichten. Also das ist, glaube ich, inzwischen, dass das das Ziel ist. Das sagte, glaube ich, ja Netanyahu auch schon. Und das verschlägt mir also fast den Atem, weil ich denke, wieso gucken wir alle anderen in der Welt dazu, ne? Das ist ja nicht der einzige Konfliktherd und es gibt ja schon ewig auch woanders Kriege, aber jetzt gerade zu diesem Thema fand ich faszinierend, was du gesagt hast, Monja, eben mit dieser Lösungsidee. Also vielleicht wirklich auch mal sich zu fragen, gibt es nicht auch ganz, ganz andere Herangehensweisen, Perspektiven oder Denkweisen, um daran zu gehen an so einen Konflikt. Aber es ist halt eben alles interessengeleitet und interessenbasiert und
Ja, da hat jeder, glaube ich, so seine Leiche im Keller. Also ist auch die Amerikaner und auch wir Europäer, dass wir da einfach nur zugucken. Ist jetzt einfach mal so rausgeflossen aus mir, habe ich gar nicht so viel überlegt. Ja, da stimme ich dir schon zu. Also wir Deutschen und Österreicher sind natürlich direkt auch daran schuld, dass die Situation entstanden ist. Also nicht nur indirekt, sondern direkt. Und wahrscheinlich sind wir deshalb so handlungsunfähig, glaube ich. Na, ich habe irgendwann verstanden, man Ja. braucht für dieses System, in dem wir leben, in dieser Matrix, in dieser Realität oder Wirklichkeit, für dieses Wirtschaftssystem gehören Kriege dazu. Das ist ein Muss. Sonst funktioniert das nicht. Und man macht es halt, die USA sind da gut, es nicht mehr bei sich zu machen. Und man versucht so grundsätzlich aus der westlichen Welt rauszuhalten, aber es werden Stellvertreterkriege geführt. Also, aber ich fand jetzt Zeitqualität, ich hatte ja vorhin auch in der, eine Idee, wie es mich gerade operativ oder ja, betrifft. Aber das, was du meinst mit Dieter Bröers und den Strahlen, das finde ich eben auch interessant. Also wie weit. Ja, was macht das? Das haben wir, also ich habe davon nie was in der Schule gelernt, dass das irgendwelche Auswirkungen hat. Ich hatte zwar in der 10. Klasse Astronomie, aber eher so mechanisch, wie weit sind, welche Planeten gibt es und wie weit sind die voneinander entfernt oder so. Also eher so Zahlen, Daten, Fakten. Das, was es ja eigentlich heute bedeutet und was Dieter Bröers da dann immer erzählt, darüber habe ich ja nie was gelernt. Warum eigentlich nicht? Warum hat man uns sowas nicht beigebracht? Warum ist das nie Thema gewesen? Also da kann ich ganz kurz dazu sagen, ich glaube, man hatte diese Messmöglichkeiten auch noch nicht, die man jetzt hat, um die ganzen Ja. Schwingungen und Frequenzen sichtbar zu machen und so weiter. Aber was mich jetzt interessieren würde, aber dann gebe ich nochmal der Anna, was macht das mit dir? Habt ihr das gemerkt? Da waren die Tage irgendwie anders. Es gibt ja Leute, die sind sehr feinfühlig und die merken ja jeden Pieps. Ich hatte, als hier die vielen Erdbeben waren, hatte ich eine Freundin hier, die leider schon verstorben ist. Und die hatte jedes kleinste Erdbeben, was ich nicht gespürt habe. Die hat das immer, immer gespürt. Ja, also es gibt Leute, die können ganz, ganz, ganz viele Sachen spüren. Und ich frage euch, habt ihr dann was gemerkt seit dem 9., ich glaube 9. Februar sind diese Ausbrüche? Und 19., nee, warte mal, 19. war ja jetzt gerade erst. Also ich glaube 9. Also in den letzten 2 Wochen, habt ihr da irgendwelche Unterschiede gemerkt oder nicht? Aber erstmal Anna. Das Thema hatte ich vergessen. Also ich habe nicht mehr gewusst, oder überhaupt habe ich mir gedacht, gehört zur Zeitqualität eben auch sowas wie Kronos oder, aber das gehört wohl nicht dazu, und Kairos, also weil das ist ja das subjektive Empfinden. Wie empfinde ich bestimmte Phasen in meinem Leben und so von den. Die Zeitqualität, das kenne ich halt, jetzt komme ich schon gleich wieder mit dem Human Design, aber das gilt ja für die Astrologie auch, weil da gibt es eben auch Transite und große und kleine Zyklen, und das ist ja im Prinzip eben, hängt ja von dieser Präzession der Erdachse ab, dass wir eben gerade wirklich in einem großen Wechsel sind, Great Change, also der ist schon ewig angekündigt. Und dass wir wirklich tatsächlich, und das ist ja nicht an einem Zeitpunkt, also zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern das geht ja über Jahre. Und vom Human Design ist es 2027, also als Punkt sozusagen. Das ist das, was ich sagen wollte. Und das, was, ja, also weil es ja auch schon angesprochen worden ist, ohne es, also ich bin jetzt ganz baff von deiner Aussage, Margit. Habe ich noch nie gehört.
Und dass wir ja alle abhängig sind von der Sonne, alles, unsere Pflanzen, also wir, also das ist ja unsere Energiequelle pur. Also das erschreckt mich jetzt auch und ich muss auch aufpassen, weil ich ja tatsächlich mich aus Nachrichten, also auch mit Dieter Bröers, hab ich einfach schon seit 2012, also bin ich schon, ihr kennt mein Angstthema, bin ich ja schon immer wieder von ihm weg, weil es einfach auch so wie immer wieder dieses in Richtung, wie sagt man, was ist das Gegenteil von, also wie sagt man dazu, Apokalypse oder wie auch immer, das heißt, also diese feste Behauptung, während Kontra, irgendwas mit Kontra, Jewe, Kontra, irgendein Russe, da gibt es schon seit 150 Jahren gibt es die Beobachtungen der Sonneneruptionen und im Vergleich zu Aktienkursen und Weltereignissen, also diese Zyklen, das ist ja Empirie. Und damals eben mit nicht so feinen Instrumenten und heute halt feiner Kontrajew oder so ähnlich ist der Zyklen, kann man googeln. Und das konnte man eben nachweisen, dass da eine Korrelation gibt. Ob es also eine Kausalität ist, weiß man nicht, aber Korrelation sicher. Ja. Der Kontradief hat eine Korrelation zu den sonst, also ich kenne die Kontradief-Zyklen aus meinem Studium, aber nicht in Korrelation. Also das ist mir sozusagen, ja. Der Name stimmt nicht ganz genau, aber das kann man ja überprüfen heutzutage, blitzschnell im Hinterher googeln oder so. Aber es gibt diese Beobachtung dieser Eruptionen, Sonneneruptionen, dieser Zeiten. Okay, weil die Kontradiev-Zyklen, die sind mir ein Begriff. Also das ist klar. Aber dass die eine Korrelation mit dem Kosmos haben, das war mir nicht klar. Ich kenne da ganz sachliche andere Begründungen dafür. Also ich kann nur sagen, warum sollte das keinen Einfluss haben? Ja, Also das ist so verrückt. Wir sind Teil, verstehst, wir sind so klein und wir sind Teil eines größeren Systems. Logisch hat das Auswirkungen auf uns. ist mir bloß neu, weil ich das sozusagen penetriert, sozusagen isoliert gelernt habe seit meinem halben Leben. Also Du hast gesagt, warum lernt man das nicht in der Schule? Die Hälfte davon hast du gelernt. Ich wollte noch was zum Market sagen. Also solche Voraussagen sollte man immer mit etwas, wie sagt man, Feuerzangen oder was anfassen. Also nicht so ernst nehmen. 15 Grad weniger, das halte ich für einen Quatsch. Aber ich habe viel gehört, dass wir eigentlich ja gerade mal eigentlich eher in der Eiszeit sind als in der Wärmezeit. Und dass das alles ein völliger Quatsch ist, was sie uns erzählen, dass die Erde sich erwärmt. Ja, ein bisschen wird es ein bisschen wärmer hier und da, aber nicht überall. Also kommt ganz drauf an, wo man was misst und wie man was misst. Und es gibt ja keine einheitlichen Temperaturen, weder für die Erwärmung noch für die Abkühlung. Was ich aber sagen kann, als ich nach Italien kam, ich bin ja wegen der Sonne nach Italien gegangen, da war es so, hat immer die Sonne geschienen und wenn nicht, wenn Wolken da waren, dann hat es dann auch geregnet. Und jetzt seit einigen Jahren gibt es Tage, das sind einfach Wolken und die hängen und hängen und hängen und es regnet nicht. Uns wird die Sonne sozusagen entzogen. Und aus dem Irrglauben, dass man dadurch verhindern kann, dass die Sonne die Erde noch weiter erhitzt. Es soll ja bald kochen oder irgend so ein Kram. Und stattdessen, ich habe gerade wieder einen ganz tollen Vortrag gehört darüber, dass es die Haupteinfluss auf die Erwärmung der Erde die Wolken machen. Das heißt, je mehr wir Wolken haben, desto wärmer wird es auf der Erde, weil einfach die Reflexion an die Wolke und wieder runter geht, also jetzt so verkürzt gesagt. Und dass wir im Grunde durch diesen Quatsch, durch diese Chemtrails und was auch immer, extra noch ein bisschen mehr versuchen, Temperatur zu schaffen. Ja, also, ja. Es ist einfach, für mich ist das alles so gaga. Und wenn ich das sehe, so von außen, das sage ich mir, Zeitqualität der Verrücktheit irgendwie. Also verrückt, ja. Also alles ist irgendwo sogar manchmal rumgedreht, nicht nur verrückt, sondern rumgedreht. Und ich gucke da hin und denke, geht's noch?
So. Monja, du suchst was. Was suchst du? Ich suche, ich habe jetzt gerade, wo der Chat ist, weil, aber ich habe es schon gefunden. Ich möchte euch einen Titel in den Chat stellen von einem unwahrscheinlichen Buch. Es gibt es nämlich auch schon auf Deutsch übersetzt. Der Titel ist leicht zu merken. Deutsch heißt es Grau. Und der Autor ist der Jasper Forde. Und das handelt von einer postapokalyptischen Gesellschaft, glaubt man zuerst am Anfang, in der alles genau geregelt ist. Es gibt also ein Regelbuch und die Leute werden nach ihrer Fähigkeit, welche Farben sie sehen können, eingestuft. Das Buch ist sowas von, dreht also sämtliche unsere Wertvorstellungen wirklich um 180 Grad. Es gibt auch schon einen zweiten Band, der also fast noch besser ist. Der heißt, ich weiß nicht, ob es auf Deutsch gibt, Englisch heißt er The Red Side Story, weil der Protagonist sieht sehr viel Rot, kann Rot sehen und so weiter. Also ist zum Beispiel auch, dass wenn jemand mehr Rot, da haben sie einen Test, wo sie das feststellen können. Und dass ein Roter darf keinen Grünen heiraten und solche Sachen. Also alles nur aufgestellte Regeln, die eigentlich für uns und für den Leser, also man kann sich gar nicht vorstellen, dass danach eine Gesellschaft funktionieren kann, aber sie funktioniert irgendwie. Und jetzt frage ich mich natürlich auch, während ich gelesen habe, welche Regeln haben wir, wo wir wirklich glauben, ohne diese Regeln können wir nicht. Und in Wirklichkeit laufen die Dinge wahrscheinlich ganz anders. Und Israel und Palästina könnte da auch hineinfallen. Aber das ist jetzt nur so, ist mir jetzt so aufgedacht bei mir. Aber jetzt schreibe ich euch noch das mal in den Chat, weil ich würde euch jetzt also wirklich empfehlen, wer gut Englisch kann, es Englisch zu lesen. Ich weiß nicht, wie es übersetzt ist, aber sonst auch also auf Deutsch. Ja, es ist, also ich bin sehr froh, dass es solche Autoren gibt, wie eben auch die Sherry S. Tepper und den Pratchett, möge er in Frieden ruhen. Und jetzt der Jasper Forde, der in Wales seinen Wohnsitz hat und dort freiwillig hingezogen ist. Und das sagt auch schon einiges. Also er ist ein köstlicher Typ. Und ja, und jetzt, das habe ich nämlich gesucht. Jetzt habe ich gefunden, wo Chat. Na, das ist schon wieder weg. Na gut, ich werde es wieder finden und melde Wie mich. schreibst du uns eine Mail? Das geht doch immer. Also die Zeitqualität der Umkehrung, der Verkehrung, der Ja. Verrückung. Ich höre momentan ja ziemlich viel von dem Matthias Di Stefano, diesem jungen Argentinier, der über Atlantis und andere Inkarnationen spricht, die er hatte und da sehr viel, also auf die Erinnerungen von damals sehr präzise zugreifen kann, wie er sagt. Und ich finde es ganz interessant, weil er sagt, wir sind jetzt in einer ähnlichen Zeitsituation wie damals die Atlante am Ende ihrer Hochphase sozusagen von Atlantis. Da hat nämlich auch die Präzession der Erde ein neues Tierkreiszeichen betreten. Und sie haben damals quasi den Fehler gemacht. Sie haben gedacht, sie könnten die Zeit beherrschen und wollten praktisch ihre Macht behalten, statt sich anzupassen oder zu transformieren nach der Zeitqualität, die jetzt eigentlich das neue Zeitalter gefordert hätte. Und das hat letztlich nach seiner Aussage zum Untergang geführt. Also man kann eben nicht gegen die großen Zeitzyklen arbeiten, auch nicht als eine sehr schöpferisch und intellektuell oder intuitiv begabte Nation, also die wirklich Unglaubliches erreicht hatte. Aber an dem Punkt haben sie eben offensichtlich den fatalen Fehler gemacht, zu glauben, sie könnten das auch beherrschen.
Und nachdem wir jetzt praktisch im Beginn des Wassermann-Zeitalters sind, ist eben auch ein Umdenken oder eine komplette Neustrukturierung von allem gefordert. Aber wir wissen doch nicht einmal, ob Atlantis, wo Atlantis war und ob es nicht auch als Mythos gelten kann. Also wäre ja auch schon ausreichend, dass es ein Mythos ist. Also Ja. dass man seine Fähigkeiten nicht überschätzen sollte. Ne? Ja. Wo glaubst du, dass Atlantis war? Also er beschreibt es, er sagt, er hätte eine Inkarnation in Atlantis gehabt, und er beschreibt es, das waren die Hauptinseln im Atlantik, die Kanaren, die Azoren und noch eine Inselgruppe. Die haben dann von dort aus, als der Bevölkerungsdruck zugenommen hat, haben sie Kolonien gebildet und sich praktisch ja fast über die ganze Erde ausgebreitet. Also übers Mittelmeer nach Kleinasien hauptsächlich, und dann, ich weiß nicht, wie weit da noch weiter. Auf jeden Fall gab es Kolonien, ziemlich viele, nein, nicht viele, elf Kolonien, so wie er das beschreibt. Und als der Zeitenwandel da war, gab es eben wie eine Art Bürgerkrieg. Und das hat letztlich also die Hauptinseln haben versucht, ihre Macht zu behalten und besondere Waffen eingesetzt, die dazu geführt haben, dass dann alles vernichtet wurde. Beziehungsweise die Überlebenden haben dann in den Kolonien um Aufnahme gebeten, weil die Hauptinseln gab es nicht mehr. Also so beschreibt er das. Es klingt ja fast wie, es könnte sich wiederholen. Ja, er sagt, die Prophezeiungen diesmal sind anders. Die Prophezeiungen sagen, diesmal werden wir mitsamt unserem Körper in die neue Zeit gehen. Aber es sind Anpassungen notwendig. Und also ich habe jetzt, weil du vorher gefragt hast, wie ist das jetzt gewesen seit dem 9. Februar? Ich merke, dass es starke Energieschwankungen sind. Also ich hatte zeitweise enorme Kopfschmerzen, was ich jetzt schon jahrelang nicht mehr hatte. Und zwar so wirklich täglich, also es ist wirklich gruselig. Also manchmal konnte ich richtig gut hochkonzentriert arbeiten, dann ging wieder tagelang gar nichts. Also ganz starke Schwankungen. Und das Einzige, was ziemlich zuverlässig immer wieder, also nicht, wenn so wahnsinnig Kopfschmerzen waren, dann nicht, aber was gut funktioniert hat eigentlich, waren eben alte Traumata anschauen und lösen. Also dafür war die Zeitqualität offensichtlich gut. Nur Neues aufnehmen, irgendwie verarbeiten, was lesen, Video gucken, nur in kleinen Portionen. Also bei mir war das jedenfalls so. Also ich habe es nicht gemerkt. Ich bin fokussiert auf, wie geht es mir. Wie gesagt, aber ich halte mich ja raus, sozusagen aus den Großen. Ich bin jetzt damit beschäftigt, weil ich habe den Matthias, den Stefano auch viel angehört. Und irgendwann, also vieles hat mich auch total berührt von dem, was er erzählt. Auf Gaia habe ich mir relativ viel angeschaut. Und aber irgendwann war für mich auch eine Grenze, weil man den kann ich nicht glauben. Und es gibt da sozusagen die Frage, ist das, was du angesprochen hast, Heidi, ist es ein, oder du, Monia, ist es ein Mythos? Weil es gibt da diese These, dass die Inkarnationen, also wie hat sich's verdichtet bis zum wirklichen Inkarnieren und dass Atlantis im Prinzip sozusagen eine Erscheinung war auf einer anderen Ebene. Also nicht so, wie wir es uns heute vorstellen können, sondern diese jetzige Inkarnation mit festen Körpern und diese Bindung an die Materie ist jetzt irgendwie so nach dieser Theorie, die ich kenne, eben Theorie oder ein Konzept, ein Bild, dass dieses materialistische Zeitalter zu Ende geht und dass es einen Bewusstseinssprung gibt, dass eben wir nicht mehr gebunden sind also an dem Bild, das, was ich euch auch geschrieben habe, dieses Hexagramm 55, an dem soll sich sozusagen die Mutation vollziehen, also der Sprung
Jetzt in dem Fall ist es nicht das Wassermann-Zeitalter, sondern viel präziser eben an einer Linie innerhalb der 64 Hexagramme, dass dort der Bewusstseinswandel passiert, nämlich wirklich vom Opferbewusstsein, vom Gefühl. Das kennen wir ja. Es ist ja das auch, was passiert in der Welt, zu glauben eben, wir sind das Opfer unserer Umstände, bis hin eben, um sich zu befreien und zu erkennen, da ist der Titel eben, dass die Fülle, also mit Fülle ist gemeint eben sowas wie die Glück, Zufriedenheit und eine Frage der Geisteshaltung ist. Allein eine Frage der Geisteshaltung. Und das so wird der Wandel beschrieben, der eben ab 2027 passiert. Wir kennen aber auch die doch vom Great Change von der Joanna Macy. Also immer wieder diese Frage, wie können wir uns vorbereiten? Und was mir halt immer auch Angst gemacht hat, wenn immer beschrieben worden ist, seit ich Human Design kenne, dieses Breakdown, dass alte Strukturen zerfallen, obwohl es klar ist, ich meine, es gibt nur den Wandel. Das einzig Beständige ist der Wandel. Und jetzt scheint halt wirklich ein Riesenwandel stattzufinden, und zwar die Strukturen. Also wir kennen strukturelle Gewalt und also dass das uns entgleitet. So, das ist so mein Gefühl. Der Menschheit entgleitet, meine ich, dass da Mechanismen ablaufen. Und das war sowieso auch vorhin schon in unserem Gespräch das Thema, immer wieder die Frage, der klassische Gelassenheitsspruch, wirklich zutiefst, wo kann ich beitragen und wo bin ich ohnmächtig, wo muss ich zuschauen? Also wo kann ich Beobachter nur sein? Aber das ist doch für nicht für alle Nationen oder Menschengruppen gleich. Also ich meine, manche sind ja noch im Mittelalter, wenn ich an die Muslime denke. Also wie ist es für die dann? Also wie kann das übertragen werden dann? Also ich meine, wir gehen immer davon aus, wir Westeuropäer, wir sind so ungemein sensibel oder auch noch die Osteuropäer meinetwegen. Aber da gibt es ja auch dann noch Afrika und also ich kann mir nicht so recht vorstellen, vielleicht sieht die uns sogar voraus in dieser Beziehung, wie sie in der Fülle sind, sein können. So wie die Aborigines in der Fülle sind die meiste Zeit und ich zum Glück jetzt mit meinen über 80 auch schon. Also aber ich habe mich langsam hingearbeitet. Also das ist nicht so von selbst gekommen. Ja. Also ich finde es heikel, das zu verallgemeinern. Also ich glaube schon, dass wir da differenzieren lernen müssen. Ich hätte da noch was zu sagen zum Mittelalter. Ich habe das Gefühl, wir sind heutzutage auch wieder im Mittelalter. Das sieht nur anders aus. Aber viele Strukturen sind so ähnlich. Wieder das Macht und diese ganzen Geschichten, ne? Aufeinander loshauen, das Recht des Stärkeren und so weiter. Das setzt sich doch immer mehr wieder durch. Die Einfältigkeit, dass neue Erkenntnisse in der Wissenschaft, die dem offiziellen Narrativ widersprechen, nicht angenommen werden. Im Gegenteil, die Leute niedergemacht werden, so wie Galilei früher. Ich meine, das ist alles heute auch in der heutigen Zeitqualität. Wir denken nur, wir sind sonst irgendwo, ne? Weil die Technik sich so entwickelt hat, aber sind wir es wirklich? Sieht nur anders aus. Mittelalter. Ich würde es ergänzen. Also früher im Mittelalter haben wir von Zünften gesprochen und heute gibt es die Ärztekammer, die Rechtsanwaltskammer und aus meiner Sicht hat das Kind bloß einen anderen Namen. Aber die tiefere innere Struktur, die hat sich sozusagen modernisiert. Aber auf der Metaebene ist es sozusagen das Mittelalter geblieben. Oder wieder geworden, nachdem es mal versucht wurde, es ein bisschen woanders hinzubringen. Also ich sehe schon,
den großen, sozusagen, den großen Verlauf Bewusstseinsentwicklung und also der Menschheit. Wir sind eins. Und natürlich gibt es diese unterschiedlichen Ebenen, also Spiral Dynamics bezogen. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass es eben immer wieder, jetzt sagen wir jetzt, Bevölkerungsgruppen oder keine Ahnung, wie man nach Staaten kann man nicht sagen, weil wir nicht wissen, wo sind dann künftige Staatengrenzen, aber dass es bestimmte Eruptionen gibt, wo neue Bewegungen ausgehen, Bewusstseinsentwicklung geschieht. Und dann ist es, wird's, steckt es sich an. Dann wird es hinausgetragen und noch dazu in unseren Zeiten, wenn man bedenkt, was das Internet gemacht hat mit dem Bewusstsein der Menschheit. Also wie schnell, also auch wenn Afrika da ist und wenn Rot zurzeit, das würde ich sagen, das sind eben die Strukturen, aber das ist strukturelle Gewalt, die den Fortschritt behindert. Da hast du ja wieder Wörter angesprochen. Fortschritt, was ist denn Fortschritt? Man schreitet fort, weg sozusagen und nicht nach vorn, Nee. man schreitet man. Bewusstsein, also einfach, wenn man, ja, also was fällt mir alles ein? Also die Bewusstseinsentwicklung, der Tellerrand hat sich doch im Hinblick auf die Perspektive, also hinaus in den Kosmos. Heutzutage kannst du sagen, ja, es könnte sein, dass es noch was andere bewohnte Planeten gibt, wie unsere Erde. Das wäre undenkbar gewesen noch vor Ja, da 20, wurdest du 30 halt Jahren. verbrannt, dann hattest du es warm eine Weile, ne? Aber heute gibt es ja andere Art von Bücherverbrennung und von Leute klein machen. Also man kann es vielleicht sagen, aber vielleicht auch nicht. Wie war das? Du kannst es sagen, kannst alles sagen, was du willst, nur musst du mit den Konsequenzen rechnen. Das wurde öffentlich gesagt auch schon. Insofern. Na, was ich da, ich gucke ja quasi, seitdem ich den Prophezeiungen von Celestine entdeckt habe, vor gut 10 Jahren, ja, irgendwie einmal im Jahr, weil immer, für mich ist das so ein Lehrfilm, wenn ich gewisse das Gefühl habe, für die Person könnte interessant sein, und dann gucke ich das so quasi einmal im Jahr. Und also, ich habe mir, also mit den verschiedenen Bewusstseinsrufen, ja, aber was. Also ich finde das da sehr eindrücklich dargestellt, dass sozusagen beides parallel nebeneinander existiert. Da gibt es ja irgendwie so 3, 4 Szenen, ja, also auch gerade am Schluss, wie die Prophezeiung, also erscheint die neunte. Und ich habe das Gefühl, ich habe schon ein paar Mal, also auch selbst so eine Situation gehabt, und das wird ja auch gesagt, dass auch ein Teil der Unfälle und sowas eben genau dadurch passiert, dass die einen sozusagen das sehen und die anderen nicht sehen, was da ist. Das ist genau durch diese verschiedenen Dimensionen, dass wir, also Anna, du hast ja gesagt, es geht 27 erst los, aber mein Gefühl ist, dass ich schon kleine Situationen in dieser Richtung hatte. Und das andere, wenn die das beschreiben, und gerade so Unfälle, habe ich den Eindruck, könnten, da ich ja nicht dabei war und so, weiß ich es nicht, aber so ist mein Gefühl, dass manche kuriose Sachen da vielleicht eben auch einzuordnen sind und dass diese Übergangszeit schon läuft und je nach Wahrnehmung oder so und da komische Sachen passieren.2720, also ich traue mir es kaum sagen, was eine Prophezeiung ist, dass wir sind eine Übergangsspezies, heißt es. Ja. Und es gibt eine neue, sozusagen ähnlich wie hießen sie, die Cro-Magnon-Menschen mit den Neandertalern sozusagen parallel nebeneinander existierten. Und das ab 2720, ein bestimmter astrologischer Pluto-Zeitpunkt eben, wo dann Kinder geboren werden mit einer anderen genetischen, also mit einer Okay. genetischen Veränderung. Ab da, also das heißt, es dauert. Wir wissen, man, es ist
Das ist sozusagen die Prophezeiung, aber welche Fähigkeiten, da gibt es natürlich auch Aussagen drüber und ob die überhaupt überleben, weil die ganz anders ticken, weil die ganz anders sind, wissen wir ja auch nicht. Aber darauf bezieht sich der Zeitpunkt. Ich hatte jetzt an den Film gedacht, die Prophezeiung von Celestine. Lest den Jasper Forde. Das ist genau das, das auch. Okay. Es braucht eine bestimmte Anzahl von Generationen. Ich will keinen Spoiler geben, weil sonst das ist der Überraschungseffekt. Aber es ist also wirklich, er hat da sicher auch in diese Richtung also einiges gedacht, der Forde. Ja. Na, für mich ist ja auch immer noch die Frage offen, was ist ja mit den DNA und beschäftigt sich ja viel mit den Gencodes. Ja, was hat das mit den Down-Syndrom-Kindern? Ja, da sagt man ja irgendwie Trisomie 3 und es geht ja dann auch um mehr Stränge der DNA, die wir dann haben sollen. Also für mich ist da die Frage, wie du sagst, sind das auch schon nochmal andere Typen von Übergangsmenschen und wir behandeln sie als Behinderte? Wie er weiß. Ich höre dich nicht. Also im Zusammenhang mit der Prophezeiung von 2027 war das Thema, weil die Trisomie gibt es ja schon viel länger. Ja. Sondern es geht eher um Autismus, ist sozusagen ein Vorläufer, wird behauptet, dass eben diese autistischen Kinder, die jetzt zugenommen haben, man weiß ja nicht genau, ist es ein Merkmal, das jetzt diagnostiziert werden kann, wie so viele Erscheinungen in diesen Zeiten, die medizinisch halt neu diagnostiziert werden. Oder ist es tatsächlich eine Mutation, die zu früh kam? Da sind wir wieder bei der Zeit. Es gibt ja einfach sozusagen Zeiten, wo der Vorhang aufgeht für eine bestimmte Veränderung und dann gibt es Zeiten, wo halt. Also das ist ja so ähnlich wie beim, oh Gott, wie heißt, alles hat seine Zeit. Es gibt, das ist ja dieser Mythos, der jüdische Mythos, Kohelet oder so, Buch Kohelet, alles hat seine Zeit. Und ich glaube auch, dass es Zeitfenster gibt. Es gibt eine richtige Zeit und Zeitfenster, wo was passiert und dann ist es vorbei. Also zum Beispiel, jetzt komme ich in Schwung, die Zeit des Mentalen ist auch irgendwann vorbei. Es shiftet eben in diese emotionale Intelligenz. Und das ist ja sichtbar. Also seit Daniel Goleman, und da sieht man eben, das sind viel längere Zeiträume, in denen das passiert. Aber dass diese Dominanz des Mentalen zugunsten der emotionalen Intelligenz Richtung genommen hat seit über 20 Jahren. Ich glaube, das ist unbestritten. Und die kommunikativen Fähigkeiten zugenommen haben. Also auch wenn es immer noch zu wenig ist, aber trotzdem, es ist doch eine ganz andere Art, wie heute über Gefühle gesprochen werden kann. Gerade noch eine Frage zu dem Autismus. Also es gibt einige haben die These, dass sozusagen Ungeimpfte, also ich meine jetzt nicht ungeimpft im Sinne von Corona, sondern ganz ungeimpft, die Vergleichsgruppe nimmt man ja gerne in Amerika, die Amish, die ja da nichts mit sich machen lassen und da gibt es wohl keinen Autismus. Also das ist das eine und das andere. Dass ja in der Szene die selber von sich sagen, dass das Nerds sind, aber Gefühle und dieser ganze Kram, dieses Zwischenmenschliche und Kommunikation, ach du meine Güte, für diese Menschen. Also das kriege ich jetzt, also wenn das die Vorläufer sein sollen, also das wieder, also ich habe jetzt gerade so einen Widerspruchknoten in meinem Gehirn, Anna. Die haben Fähigkeiten, sogenannte Pentas. Die haben ein Bewusstseins, also das ist alles Prophezeiung, Ja. ein Bewusstsein, von dem wir keine Ahnung haben. Also sozusagen, wir sind alleine, wir kommen allein, also natürlich mit einer Mutter auf die Welt, sterben allein. Aber das neue menschliche Wesen, die können sich verbinden auf irgendwelchen Ebenen zu einem Bewusstsein, fünf Menschen.
Die müssen sich natürlich finden und haben dann Fähigkeiten, von denen wir keine Ahnung haben. Ja, das kennen wir ja jetzt schon, wenn es gute V-Spaces sind, kommt ja Genau. was raus, was auch schon allein, was wir jetzt miteinander machen. Also da kommen Ideen und Gedanken raus, die einer allein so erstmal nicht so ohne weiteres hinkriegt, nicht? Also das macht für mich komplett Sinn. Bloß die können das ohne Worte angeblich. Wir brauchen Sprache und die haben auf einer anderen Ebene ein eben sozusagen, eben die, da gibt es diese Einsamkeit, dieses Gefühl, Individuum zu sein, ganz also alleine zu sein, das haben die nicht. Ja, Aber wie und gesagt, das ist Theorie. denke ich an den Traumfänger, der mich ja so fasziniert hat. Die Aborigines haben das ganz genauso. Die brauchen auch keine Worte. Da, die sagen, die haben die Stimme nur dafür, um zu lobpreisen, zu singen. Also, das ist vielleicht, wenn man es integral sieht, könnte es ja sein, dass es sozusagen die Spirale auf der nächsten Ebene dann ist, ja? Dass man wieder in Purple reinkommt und diese Qualitäten, die Purple-Leute haben oder hatten zumindest, dass die dann wiederkommen können. Ja, Gibt und eben es mit dieser einer Berührung? anderen Geisteshaltung natürlich. Wolltest du noch was sagen? Wir müssen auch langsam so Wenn ich richtig. das richtig in Erinnerung habe, dann ist für diese neuen Menschen, die da geboren werden sollen, Emotionen nicht etwas Persönliches, sondern entsteht nur ist nur im Zwischenraum zwischen in den einzelnen Individuen oder Ah. Na, das ist ja eine Idee. Bin ich noch also, nie drauf gekommen. die Motor angeblich, aber dann höre ich auf, die Motorkraft. Jetzt haben Gefühle unglaubliche Energie. Also die Welle sozusagen von oben und unten ist riesengroß. Und diese neuen Wesen, die haben natürlich Gefühle, aber die haben, sind dieser, also diese Motorkraft wird abgeschaltet in dieser neuen Genetik. Da kann man natürlich ganz anders umgehen, feinfühliger, wenn eben diese Welle nicht weder nach unten und nach oben immer aus so hoch ausschlägt. Wie das ausschaut, keine Ahnung. Kriegen wir es noch mit, sagt es die Prophezeiung? Na, wir nicht mehr, weil es sind halt jetzt Frauen zwischen, keine Ahnung, im gebärfähigen Alter, die halt jetzt dann tatsächlich solche Kinder auf die Welt bringen können. Und es ist auch noch die Frage, erkennen wir die? Also ich habe mal gelesen, dass wir werden die, wenn die geboren sind, als kleine Kinder, erstmal als behindert einstufen und ins Heim abschieben. Und das ist aber deren Glück, weil im Heim treffen sie aufeinander und können dann ihre ungewöhnlichen Fähigkeiten entdecken, weil die haben sie nämlich nur in der Gruppe und nicht alleine. Ah, spannend. Klingt sehr spannend, ja. Na, da bin ich ja auf meine Urenkel gespannt. Die Genau. Enkel sind jetzt alle im heiratsfähigen oder im gebärfähigen Alter und also ich werde das im Gedächtnis behalten. Und berichten. Weil wir müssen erst 27 abwarten. Das ist noch 3 Jährchen, die müssen wir noch halten. Ja, Ihr aber 3 Jahre Lieben. sind doch schnell vorbei. Allerdings wirklich. Um Wir. den Gedanken fertig zu machen noch mit dem Autismus. Das heißt, im Prinzip wissen die Autisten selber nicht, dass sie besondere Menschen sind. Außer dass sie häufig, wenn sie nicht also behindert im klassischen Sinne sind, geistig, dass sie dann oft ja dann Nerds sind und hochbegabt sind. Ja, die besonderen Menschen, das ist auch so eine slippery slope, wie man auf Englisch sagt. Sehr gefährliche Idee, da kann man einiges draus drehen. Wir werden sehen, würde ich sagen. Ne? Ihr Lieben, ich versuche euch, ihr wollt weitermachen, ne? Aber wir haben ja dann irgendwann mal Leute, die das auch anhören wollen. Und je länger das wird, dann schrecken die sich, sagen: Nee, 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 das hören wir uns nicht an, es dauert so lang. Ich denke, wir machen einen Checkout, aber es war eine tolle, tolle Brunnenstunde, wo das Wasser wieder von einem Eck zum nächsten floss, vom einen Eck, von der einen Biegung zur nächsten Biegung floss, nicht? Und sich ins Meer der Gedanken, der Gefühle und der Zukunftsideen ergoss.
Wer mag anfangen mit Checkout? Dann fange ich mal an. Also mir fällt jetzt gerade ein, 1 und 1 ist 3. Die Qualität, die entsteht, wenn Menschen wie wir wirklich sich austauschen, die ist völlig anders als, wie du hast du es gerade gesagt, ne, Heidi, als wenn man selber nachdenkt über das und jenes. Und ja, wir befruchten uns eben auch oder befördern an der Stelle, glaube ich, auch neue Vorstellungen über die Welt, über den Menschen. Das ist schon faszinierend. Also aus welcher Perspektive die einzelne Frau jetzt hier was beiträgt und wie das dann zusammenfällt oder zusammengeht. Hat mich heute Abend doch sehr, sehr, ja, neugierig gemacht. Hochkreativität, die wir anstreben. Ja, und freue mich, dass ich heute dabei sein konnte. You are Dankeschön. welcome, auf gut Deutsch. Ja, ich danke dir auch für eben diesen Hinweis, eben dieses diese eine andere Qualität von Kreativität und von Zusammensein. Das erleben wir schon jede Woche einmal. Eben am Montag, wir zwei, Margit und ich, jeden und wöchentlich. Wir befruchten uns wirklich. Und wenn man in der Lage ist, das auch auszusprechen, wo, keine Ahnung, wir trauen es jetzt sogar öffentlich, weil es aufgenommen wird, dass man überhaupt sowas sagen kann. Und ich finde es ganz erstaunlich. Und dass es sein darf, solange man es nicht als Wahrheit behauptet, sondern immer dazu sagt, das ist eine Möglichkeit, die passieren kann. Danke für den heutigen Abend. Ja, ich habe nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich auf 2027 gespannt bin. Sonst, ja. Aber ich danke euch auch. Es war ungemein anregend und ich merke also die Skeptikerin in mir, merke ich und ich lasse sie zu und bin auch zufrieden damit. Also das heißt, ich versuche immer die Bodenhaftung nicht zu verlieren, was also ab einem gewissen Alter sehr wichtig ist, dass man immer Bodenhaftung hat. Ich würde euch auch Tai Chi empfehlen in dieser Hinsicht oder Qigong ist auch gut. Danke. Ja, kann ich mal anknüpfen. Ich glaube, meine Wurzeln gehen nicht in die Erde, sondern in den Himmel. Also ich muss immer aufpassen, dass ich meine Geisteshaftung nicht verliere, sozusagen, wenn man das mal so ausdrücken will. Also, dass ich meine Anbindung nicht verliere, dann geht es mir gut. Und das war heute total inspirierend und viel Futter wieder zum weiter Nachdenken und Nachspüren. Danke euch. Mir ist jetzt ja die Idee gekommen. Ich habe jetzt also von wegen spürt man die Energie, ja, der Zeitqualität. Und dann habe ich gerade so überlegt, ich habe gerade das Bedürfnis gehabt zu kratzen und das habe ich so seit ein paar Tagen, also oder einer Woche jetzt oder so. Das habe ich sonst nicht, wo ich so dachte, ist das vielleicht auch ein ja, es ist ja das Kronenchakra, also wo ich so dachte, aha. Also hat mir da geholfen, das hätte ich wahrscheinlich die Inspiration nicht gehabt, das als Gedanken aufzunehmen, dass das ein Ausfluss sein kann der Energie. Also ein schulmedizinischer Arzt macht da wahrscheinlich ganz andere Symptome draus, aber dazu habt ihr mich jetzt inspiriert. Dafür danke ich euch. Das wäre mir sonst gar nicht so aufgefallen, das so zu betrachten. Schön. Ich danke euch natürlich auch und ich fand es heute besonders lustig. Also da waren so viele neue Ideen, auf die ich wirklich nie gekommen wäre. In Israel das einfach mal in Loch sinken zu lassen, um den Grund des Zerwürfnisses aus dem Weg zu schaffen und lauter solche anderen Sachen. Also richtig, richtig gut. Ich freue mich ganz arg, dass ihr da dabei seid und wir co-kreieren.
weiter. Und wir machen das übrigens schon ziemlich lange, nicht? Also Monja, 7, 8 Jahre oder 9 Jahre oder was? Und es macht immer noch Spaß. Super, danke euch. Und wir sehen uns dann im nächsten Monat wieder. Macht es gut. Schönen Abend. Ciao, ciao.